Zuletzt bei Life is Strange 2. Nach dem Vorfall bei ihren Großeltern im Beaver Creek sind Daniel und Sean auf einem Zug geflüchtet. Nachdem sie einige Zeit lang auf einer Farm Schwarzarbeit betrieben haben, um sich ein bisschen Geld zu verdienen, sind sie nach Nordkalifornien gefahren und haben dort die Streuner gefunden, welche sie bereits auf dem Weihnachtsmarkt im Beaver Creek kennengelernt haben. Nun arbeiten die beiden seit einiger Zeit auf einer Drogenplantage und sparen ihr Geld, um die Flucht nach Mexiko zu planen. Hi, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Life is Strange 2. Würdest du mal bitte aufhören, mir hier komplett reinzulabern? Wir sind im Wald. 2 Monate nach dem Vorfall im Beaver's Creek arbeiten wir mittlerweile auf einer Drogenplantage. Und sind sie gerade frisch aufgewacht, wurden von einer leicht bekleideten Dame begrüßt, die mich jetzt dazu zwingt, hier permanent zu zensieren. Irgendwann werde ich es vergessen, dann fliegt mir YouTube hier um die Ohren. Aber so lange schauen wir uns erstmal um, weil über dieses Lager wissen wir sehr wenig. Oh, wir können uns hier bei Finn umschauen. Bücher. Always spot him reading in the morning. Lord of the Flies. Okay. Grinder, Drogen. Ja klar, er arbeitet auf einer Drogenplantage. This guy is on a whole nother level. Kondomverpackung. Glad somebody's getting some action. Der arme Daniel. Weird to see him younger. Finn looks so innocent. Und das sind wir jetzt nicht. Ist er jetzt nicht mehr? Finn told me a bit more about train hopping. This map is like his Bible. Can't tag a train without paint. Oh, da ist sogar auch noch was. Glad to see somebody has Finn's back. Finn, danke für die Postkarte. Es war toll, wieder von dir zu hören. Ich liebe es, von deinen Reisen zu hören. Und um ehrlich zu sein, lebe ich stellvertretend durch sie. Ich wollte immer mehr vom Land sehen oder sogar von der Welt. Doch ich bin einen anderen Weg gegangen, wie du schon weißt. Ich weiß, wir haben schon darüber geredet. Doch nach 20 Jahren als Gefängniswärter habe ich zu viele Kinder gesehen, die ins und aus dem System geworfen wurden. Es kümmert uns nicht, wohin es für sie geht, wenn sie ihre Zeit abgesessen haben. Doch gerade dann sollte es uns am meisten kümmern. Wir kamen bei unserem ersten Treffen nicht miteinander aus, wie du sicher noch weißt. Tut mir immer noch leid. Aber ich wusste, dass ich beweisen musste, dass ich dir helfen will, bevor du mir vertraust. Ich war mir nicht sicher, dass das passieren würde. Lach nicht, aber ich liebe es, wenn man mir das Gegenteil beweist, und das hast du getan. Du hast mir die andere Seite deines Schmerzes und deiner Wut gezeigt. Das Lernen und anderen, die allein in dieser Welt und ohne Freunde oder Unterstützung sind, helfen wolltest. Ich bin froh, dass du eine Gruppe gefunden hast, der du vertraust, mit der du reisen kannst. Ich mache mir immer noch Sorgen wegen Züge und allem anderen, aber das weißt du ja. Ich hoffe, dass du einen Ort findest, an dem du dich niederlassen und den du dein Zuhause nennen kannst. Ich weiß, das wirst du. Die Welt ist etwas schwieriger als damals, als ich in deinem Alter war. Doch jede Generation hat ihre eigenen beschissenen Hürden zu bewältigen. Ich bin stolz, dass du das lebst, was du predigst. Ich hoffe, du bist in Sicherheit und frei, und wenn dich dieser Brief erreicht. Ich kann es kaum erwarten, von deinem nächsten Abenteuer zu hören. Lass diesen alten Wärter nicht zu lange warten. Ich brauche die Inspiration. Dein Freund Karim. Okay, heißt das, dass Finn mal im Knast war und er sich so ein bisschen mit dem Wärter angefreundet hat? Wahrscheinlich, oder? Crazy, dass er so einen Kontakt zu ihm aufgebaut hat. Cassidy? That girl is even more of a sleepyhead than I am. Aber vielleicht kommen wir ja mit dir zusammen, wer weiß. Gotta have backup signs. Oh Gott, ist es Alkohol? Gotta have der Müll, signs. Ja. Drugs und Alkohol, meine lieben Freunde. Jeez. She's way messier than me. It's hard to believe. Wow, was ist das für ein Monsterbaum? I do love these trees. Ancient and majestic. Ja, Mammutbäume sind, glaube ich, die größten Bäume der Welt, ne? Also die können, glaube ich, am höchsten werden. Aber ich würde jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, muss ich auch zugeben. Ist hier hinten was? Gotta get my coffee on before I go anywhere. Okay, Kaffee machen ist der Plan. Penny? I'm not quite sure who Penny is. He's so out there.
Ach, Penny ist ein Mann. Ich habe bei Penny jetzt von einer Frau gedacht. Hannah is so private about her life. Plus, she probably hates my guts. Wieso? Was hast du getan, Sean? Creeps me out. Shoot, what's the date today? Don't know what's inside. Is it the 15th? Like that movie. 16th. The sun has saved us. These guys have top gear. Wish I did. Ach, Zelt ist Zelt, muss ich aber an der Stelle auch sagen. Also, das ist, ich finde es relativ egal, wo man das macht. So. Da ist ein Wassertank. Okay. Gotta stock up the shower and kitchen later tonight. Ah, da ist ein Wasserkollektor. Ah, die sammeln hier Regenwasser. Und auf dieser Plane läuft das dann in die Mitte und läuft in diesen großen Tank. Wish it rained more. Nice to get fresh free water. I get it. Nicht blöd, nicht blöd. Hi, Jacob. What's up, Jake? Hey, Sean. Not much. What do you got going on there? This is a birthday card for my little sister. Don't laugh. Aw, that's cute. Where is she? Oh, she's with my parents, of course. Where else would a 9-year-old live? Oh, shoot, I mean, I didn't mean Daniel. I'm kind of jealous you get to hang out with your brother all the time. But I bet it's hard to be his brother and father figure. Yeah. I do miss being on my own sometimes. You know, privacy, stuff like that. Really? I hate being alone. Guess I'm used to having people around. Hey, since you're such a pro big bro, what's a good way to end this letter? Goodbye sounds a bit lame, right? Herzen und Einhörner. Ich denke an dich. Worauf steht sie? Na, worauf steht sie? Well, what is she into? Like anime or video games? Puppies? She has a pet chicken named Alexander. Sarah loves that thing, but it creeps me out. Why not draw a creepy portrait of Alexander? Good idea. It'll match my chicken scratch perfectly. Anyway, thanks for your help, Sean. I gotta finish this before I get ready for work. Don't want to be late or Big Joe will eat me for lunch. You and me both. See you later, Jake. Sean, thanks again, man. Kein Problem. Jake's stuff is always so tidy and neat. Oh, er hat sehr viele Bücher. Just like him. Er macht einen sehr sympathischen Eindruck, bisschen schüchtern, aber eigentlich ein sehr, sehr netter Zeitgenosse. Stromgenerator. Man, I would have killed for something like this back in that freezing house in Oregon. Ich finde so Generatoren so crazy, so tragbarer Strom irgendwie. We went swimming there a couple of times. Fucking cold, but fucking awesome. Was ist hier drüben noch? Die Dusche. We shower like once or twice a week. Gives us, das geht doch voll, oder? Fürs Leben im Wald. Right? Also ich sag mal, zweimal die Woche ist für dafür, dass man im Wald lebt, finde ich schon viel. Living large and humbled. Die haben sogar eine Toilettenbrille, ne? Und einen Deckel. Bloß darunter ist halt keine echte Toilette, sondern ein Eimer. Aber ich meine, prinzipiell. Was haben wir hier für Poster? So many missing persons around here. Ja, das haben wir schon in seinem Tagebuch gelesen. Ja, dass super viele Menschen hier vermisst sind. Werden. Weird we didn't see any bears with all that trash lying around. Ja, bei Bären muss man auch, glaube ich, seine Sachen immer auf die also auf Bäume spannen oder so, dass die Bären nicht hinkommen. Those guys sure know how to live outdoors. They've taught me so much already. Coffee time, Sean. Man, grab some and sit your ass down. Most of them are into fancy hippie food and fast food junk.
Ey, Haferbrei ist doch voll okay. Ich esse auch jeden, also meistens, also stopp. Ich meine, an 4 von 5 Tagen esse ich aktuell Quark zum Frühstück und am 5. Tag Dinkelflocken. Everything goes into the plantations. Das sind auch nur etwas, wie soll ich sagen, glaube ich, fanciere Varianten zu Haferflocken. Ohne Aufgabenübersicht? Yep. Aufgaben im Cap. Eimer reinigen, Abwasch, Lebensmittel einkaufen, Wassertanks auffüllen, yay. Generator auftanken. Just do your fucking part. So. Da ist unsere Kaffeemaschine. Das stimmt aber. Also, ich meine, ich war jetzt noch nicht in der Wildnis, aber gerade wenn wir auf Campingplätzen sind, dann in so ganz alten Kaffeekannen Kaffee aufbrühen. Früher mit der Familie. Ich habe bloß leider sehr spät angefangen, Kaffee zu trinken. I heard nothing, Penny. Maybe it was the coffee brewing. Never mind. You can't hear? Only me. I don't understand. Why? How you miss all those insects? How the fuck? The swarm is coming. You mean bugs? I haven't seen many flying bugs. Not in the winter, at least. Sean. Sean. Narcs, stealth drones, all that shit. Wake up, boy. Look up. You saw them? When? How? Because Vision, Sean. They watching us now. That would be shit for me and Anders to lose the job. The cash is good for us to travel. So, then, where's your next pit stop? We want to see all the cowboys in Austin. But we spent too much money so far. Traveling is expensive. Depends how you travel. I mean, look at us. Kush gig. Not when they legalize that shit. Then you can work legal on the farm, right? Not if the government steps in. Then the pigs, pill pushers, all bad. Well, at least they can't just screw over workers, like here. What? That means people like you and me will be fucked. No paperwork, no job. Truth. I hear ya. Oh, did anybody zensieren. I haven't seen him this morning. Ich werde es safe vergessen. They were headed to the lake. Thanks, Ingrid. I better see what he's up to. Tell him no swimming. That lake is toxic, man. Nasty. Oh lol. Finn ist mit Daniel zum See aufgebrochen. Alles klar. Was? You gonna make some more coffee, right? Kann ich euch neuen Kaffee kochen? I keep thinking you're Dutch. Sorry. Because my bad. We, yeah. Not your coffee, boy. We share. Always. Yeah! Schau mal, das hatte sogar Auswirkungen. Where from again? Sweden, Malmö. You wouldn't hear about it. Ich finde es so geil, dass man ihr vor den skandinavischen oder europäischen englischen Akzent so raushört. I've been working for 3 years in a coffee shop to pay for the trip. Funny how I like being out in the forest now. Oh yeah, good times. I actually feel free. Die Musik ist sehr schön. Das ist eigentlich nur so ein leises, schönes Geklimper. What the fuck, man? You're awesome. Come on, once again. Yes, I'm the man. Holy shit, that was dope. What's up, guys? Morning target practice? 6 bullseyes in a row. Kid is a fucking ninja. Hey, we didn't want to wake your sleepy ass up. Yeah, thank you for that. You okay, Daniel? Hey. Seriously. Trägt ihr das Bandana vom Welpen? Throw like that. Wow. Finn trained you well. 6 bullseyes, dude. Yeah, I got better. Lucky. You can't throw a baseball without hitting me in the nuts. How did you learn to aim so good? Not true, liar. You're the one who sucks at baseball. Yeah, right. Hey, wow. What's up with you two? I should have let you know, but I'm watching him like a hawk.
Seriously, much respect. He's like my own blood. And not that I'm as hot or cool as his big bro. Yo, Sean, idea. I want to see if Daniel inherited the family blade skills from you. How about a little demo? It was my turn. Come on, let's give the man a chance. Okay. Yeah. I'll take a shot. Oh shit, ich glaube, Daniel hat gar keinen Bock auf uns, ne? Ich sehe halt absolut nichts. Wie willst du da denn zielen? LT. Oh Gott, ey. Warte auf die perfekte Übereinstimmung zwischen den Kreuzen für maximale Wurfpräzision. Okay, jetzt, Freunde. Kacke. Das war ganz knapp. Hold your right arm. More like this. Das war super knapp. Better line. Komm, der ist auch voll im Kopf. Dude, what's wrong with you? Ich probier's nochmal. Komm schon. Jetzt, Freunde, ganz lang. Ja, der ist drin. Damn. Right between the fucking eyes. Damn. Oh. Did you guys escape from some circus? That was just luck. Seriously, that shit was off the chain. One time is luck. Second time is skill. Oh shit. Freunde, jetzt müssen wir liefern. What? Oh fuck. Ah. Missed. See, I rule. Sorry, Sean. You're not a ninja. Wir haben den Volltreffer gemacht. Still cool. Just ask weil your Daniel uns. Yeah. What would I do without him? Hey, don't look at me. It's not my fault if you can't throw. Woo. After that workout, I need some more fucking Java. Wait! Don't go yet! It's all good, Daniel. We can practice later. If it's cool with Big Brother. Love you, man. What now? You think that shit is funny? What shit? Stop acting stupid. You're pushing it, Daniel. You made me miss, in front of Finn. What if he finds out, huh? What then? I'm not stupid. He won't find out. You don't know that. You're gonna get busted, Inanno. You need to listen to me. Stop calling me that. I'm not a kid anymore. Daniel, don't. Why? See? Stop, Daniel. Now. Or what? I said stop, Daniel. Don't grab me! I'm sorry. I didn't mean to be that hard. I'm okay. It's fine. I told you. You're good. But you don't have control over your powers yet. Yeah, but we stopped training since we got here. You'd rather hang out with your new friends. Well, because we need to fit in if we want to keep that job, okay? But you're right. Let's, do some training later today. Cool? Yeah. Let's go by the lake again. But, Sean, how long are we gonna stay here? It's been like a month. I know, but we need more money to get to Puerto Lobos. Remember? It's gonna take forever. We should try and find Mom, since we have her letter now. Ich bin immer noch dafür, dass sie nach ihrer Mom suchen, aber das haben wir nicht zu entscheiden. We already had this conversation. Sorry, Daniel, but we can't. We don't even know where Karen really is. And we can't risk getting caught while looking for her. Ach, ihr könnt es nicht riskieren, nach ihr zu suchen, aber du gehst auf den Weihnachtsmarkt. Ja, Bruder.
That's why we're going down to Mexico. How come I never get to choose? I'm the one with the power. I hear you. It's not fair, but you're my brother. And my responsibility. I have to take care of you. I know, but I'm not gonna be a kid forever. Es sind gerade mal 2 Monate vergangen. Der Typ ist immer noch 9. He understands. Uh-oh. Bid Joe. Nach der Uhr fragen? Ach so, warum man die quasi abgelegt hat, ne? Naja, damit zeigen wir eigentlich, dass er uns wichtig ist. Die Frage ist nur, ob er es versteht. Aber ich denke, nachfragen können wir. Hey, you don't wear your watch anymore? What? Oh. No, I put this on instead. Finn gave it to me. Pretty cool, huh? Yeah, pretty cool. Okay, Finn. Hey, Daniel. Er hat gerade sich zu Finn als neuen großen Bruder rausgesucht. Low profile. Yeah. Okay. We're cool. I don't like working on a farm. I know. It could be way worse. We're making cash, Inano. Okay, okay. Wish. Kann ich hier lang? Also, ich meine, Daniel hat schon verdammt viel durchgemacht. Und da macht man mit Sicherheit der deutlich schnellere Charakterentwicklung durch. Aber dafür, dass jetzt, also ich meine, der Typ ist immer noch 9. Und dafür, dass es gerade mal 2 Monate vergangen sind, ich habe nicht aufgepasst. You weren't scared at all. Ist er so gefühlt in die Pubertät gekommen. We had the best hiding spot. Ja, also Finn ist jetzt, ich sag mal, wenn man, glaube ich, viel Zeit miteinander verbringt, dann wird man auch irgendwann so ein bisschen überdrüssig des anderen. Und Daniel, ach, sieht jetzt halt Finn so als gelungene Abwechslung und so weiter, ne? Auch erwachsen, ist aber so ein bisschen cooler, ein bisschen lässiger, vielleicht auch ein bisschen verantwortungsloser, aber das stört Daniel jetzt aktuell nicht. Und deswegen ist jetzt, glaube ich, einfach eher so, hat er sich so ein bisschen Finn als neuen großen Bruder rausgesucht, weil er einfach so mit Sean jetzt schon genügend Zeit verbracht hat und halt auch, ich sag mal, viel Stuff einfach mit ihm schon erlebt hat, auch viel Negatives. Und ich glaube, da ist Finn jetzt einfach so, ja, frisch und angenehm, mit dem Zeit zu verbringen und neue Ansichten zu hören und neue Dinge zu lernen und so weiter. Aber ich denke, er wird sich schon wieder fangen. Also ich glaube, die Bindung zum Bruder ist immer noch da, auch wenn sie aktuell vielleicht von Daniel eher so ein bisschen als nervig abgestempelt wird, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Dann gehen wir jetzt arbeiten, oder? Ja. Wir werden immer ein paar Auto abgeholt. Und tatsächlich im Wald versteckt. Crazy. Sit here, my man. I need a bodyguard like you. Cool. Tell Sean to get me a knife. Sean wird jetzt ein bisschen von Daniel weggebitcht, so ein bisschen, ne? Mind if I sit here? Sure. Why so serious? Nothing. Just thinking. Cool. I'm always worried about my city boy. Everyone here? This isn't a fucking school bus. We're late. Okay. Körperkontakt wird auf jeden Fall hergestellt von Cassidys Seite, also eine gewisse Bindung ist auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber so Körperkontakt ist so eine unfassbare Bindung zu einem Menschen. Also wenn ihr Körperkontakt zu jemandem habt, dann fühlt ihr euch direkt entweder wohl oder extrem unwohl, je nachdem, als wenn ihr, sag ich mal, nur mit jemandem redet. Körperkontakt ist eine sehr, sehr starke, sag ich mal, so zwischenmenschliche Interaktion, so das ist, Körperkontakt sagt sehr, sehr viel über eine Bindung aus, positiv oder negativ. Whatever, dude, just give me more booze, you know? Yeah. I don't bullshit you, some gutter punk. Jump. You're not listening to anything I say. So I'm cutting that. Are you? Yeah. What?
Yes, I am. Cut me too. The party. Oh shit. Too much sex, guys. Are you okay? Too much sex. Shut up. I was two peas in a pod, these ones. I'll show you the battle scar. It was so high last night. Are you showing jealous? Cool. No way. He's a big boy now. Dives, better to get out of his way. Smart. Yeah, if you get too clingy, people run away. I know what I'm talking about. Who's the knife master I'm here? Guess. Did you lock the tent? You wanna see stuff for shooting in that evening? So? Wrong. How do you feel? You went back for the lighter. Who knew this little tree market snowflake would end up here? With us misfits. I actually feel free. It's been a long time, thanks to you. I hope so. Finn and me had a bet how long you would last. Okay. Please don't hurt me. I lost. I'm glad you did. Can't get rid of me yet. Hey, how about shut the fuck up back there? I can't hear my music. Okay. Guess what? He was on his secret sat phone again this morning. Speaking Romanian and shit. Oh no. Here it comes. He's Agent 420. And he has a license to cook. What's that? Told you 1,000 times. Big Joe is a clone. They come from a factory in Silicon Valley. Maybe he's just the factory reject. Bigfoot. Think about it. Big Joe. Bigfoot. Whoa, you might be on something. They both smell. Stinky? Big Joe. Shit, you're all in love with Big Joe. You can't stop talking about him, I swear. But his ass is too big. Right on. Come on. Yep. He's kind of a mystery. Hey, watch down back there. Enjoy the scenery for a change, for fuck's sake. Der Kleine hat sich in 2 Monaten krass verändert. Aus seiner Aussprache, obwohl wir ihn eigentlich dazu gebracht haben, nicht zu fluchen. Oh, da ist das Intro. Wastelands. Okay. Das Szenario von diesem Kapitel finde ich bisher sehr cool. Let's try to go to bed early tonight, okay? Yes, please. And no weed. Alright, who's ready for another great day in the office? What? Somebody doesn't want to be employee of the month. I'm so fucking tired. Stop your bitching or get out of here. Hey! Jeez. Ob wir jetzt einschreiten sollen oder nicht. Doch, auch wenn wir vielleicht von Big Joe auf die Fresse bekommen, da muss man durch, auch wenn es böse endet. Hey, come on. That's not cool. Are you really shit-talking me, Cheech? Huh? Forget it, Sean. Seriously. We're late. Hey, you're gonna get us kicked out of here. Well, I just wanted to. What? Be a white knight? I can take care of myself, Sean. Bro, that guy would have beat you down. Ich finde, wir haben trotzdem das Richtige gemacht. So, das sind die Drogenpflanzen. Ich muss sagen, Daniel steht die lange Frisur besser als Sean. Oh, thanks for coming. I'm not your way, right? No, we're sorry. We just... You don't get paid to be late. Next time you won't be. Listen up. I need 2 teams today. Finn, Penny... Anders, and what's your name will clean up the mess from the storm. The rest of you get to sit and trim.
Like I want to go pick up a bunch of shit all over the camp. Hey, you want to trade places? Shut up, Daniel. You got a deal, kid. Yeah! I get to go outside! Hey! You guys still don't get it. This is work, not a goddamn summer camp. You're not special. There are dozens of hippies like yourselves begging for work at the next town. Kid, your dad should teach you to shut your mouth. Finn, you better watch your guys. Of course, boss. No problem. Okay, so move it. Yeah, you heard the man. Stop fucking around and get in your teams, all right? Hold up. You and me are gonna talk. Remember, okay. I'm only letting you and your brother work here because Finn put in a good word. I know. We really appreciate it. Thanks. Yeah, yeah. No ass kissing, please. Just watch out. Next time your brother fucks up, you're both gone ASAP. Look, I'm not trying to bust your balls, but this is a pot farm and he's a fucking kid. You hear me? Got it. I'll keep him out of the way. You better. This business has enough shit already. What kind of shit? Jesus. What is this, an interrogation? No. I'm sorry. Okay, time's up. Get the fuck out of here. You got a lot of work to do today. All right. Thank you. Da ist ein kleines Eichhörnchen rechts am Baumstamm hochgekraxelt. Richtig sweet. Hey. You okay? Now for the fun part. I need this all done by tonight. No excuses. So, get on it. All right, we good? Yeah, Finn is playing boss with his crew. I told him they'd all work late if they didn't finish on time. I hope so. Okay, I gotta make some calls. Well, what are you waiting for? Ugh, you know the drill. What? Dude, this sucks ass. I feel like I'm in prison. I hear you, but we're not. This is just our job, man. We have to follow Merrill's rules. For now. Especially you. What do you mean? He's not into having kids around here. So don't give him any excuse to get pissed off. Yeah, you never know with Merrill. He can be cool, but scary when he loses his shit. Okay, jeez. I'm not doing anything bad. Look, I know you guys are having the time of your life here, but I'm not. So shut your mouth. And give me some quiet, for fuck's sake, okay? Well, why do you stick around, then? None of your damn business. But I'd be long gone if I had the chance. Trust me. All right, man. Und was auch immer hier abgeht, Freunde, finden wir beim nächsten Mal raus. Da gibt's hier ein bisschen Drogenarbeit. L? L? R? R? L. So, haben wir jetzt dann irgendwann die perfekte Knolle geschnitten? Stabil. An dieser Stelle noch vielen Dank an Seon Kmora und dem Paulson für euren großartigen Support bei Kanalmitgliedschaft. Danke euch beiden.